Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier einen Schlüssel und ja, der ist vorne verbogen. Und der geht dementsprechend hier auch nicht mehr in den Zylinder rein. Und ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde den Schlüssel hinlegen. Ich könnte ihn jetzt einmal im Schraubstock einspannen. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich lege den jetzt mal hier hin und dengel den mal eben so ein bisschen. Mach den sie wieder gerade. Und dann, ja, geht doch nicht ganz rein. So, im Grunde genommen nur ein Versuch, ob das wieder funktioniert. Ups. Heißt, wenn man sich mal den Schlüssel verbogen hat, kriegt man den wieder so hin, dass man damit schließen kann. Wichtig bei dieser Geschichte ist, dass der Schlüssel wieder ins Schlüsselloch geht. Also dieser wird jetzt nicht gleich schließen, das liegt daran, weil das nicht die richtige Schließung ist. Es geht einfach darum, dass der Schlüssel reingeht, weil wenn er reingeht würde, sollte er eigentlich dann auch schließen. Schlüssel geht rein, Schlüssel geht auch wieder raus. Und Schlüssel geht auch wieder rein. So, das, also schließen kann er nicht, weil der Schlüssel von einem Kunden ist und wie gesagt, er hatte den verbogen. Und die Frage ist jetzt, kriege ich den, bekommt man den Schlüssel wieder hin, obwohl der Zacken vorne verbogen ist, dass man den Schlüssel wieder in das Schlüsselloch bekommt. In diesem Fall ist es ein EFA-Schlüssel, also der Schlüssel geht rein und der sollte dann auch dementsprechend schließen. Er kann hier nicht mit dem schließen, weil das eine andere Schließung ist. Ich nehme hier mal einen ganz anderen Schlüssel. Ja, man sieht also, der Zylinder ist in Ordnung. Es hat einfach nur was mit der Einkerbung hier zu tun. Ja, das ist eine andere Einkerbung. Wichtig war eben halt, geht der Schlüssel in das Schlüsselloch rein, wenn ich das wieder gerade mache, ja oder nein, kann ich mir zur Not helfen. Also wie gesagt, man nimmt dann einen kleinen Hammer, die verbogene Stelle so ein bisschen gerade machen. Wenn er da noch nicht ganz rein will, mit der Feile so ein bisschen nacharbeiten. Und dann sollte der Schlüssel da wieder reingehen. Okay, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.